Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Leute. Mit dabei ist übrigens der Tomek Minecraft. Hallo, hier bin ich. Hier hinter dir dreh ich um. Hallo, hier hallo, perfekt. Hallo. So ist doch optimal, Leute. Spaß beiseite. Da ist der Tomek Minecraft. Ihr könnt auch sehr gerne mal bei meinem Ihr könnt auch sehr gerne bei meinem Spielesponsor vorbeischauen, G2A, Link in der Beschreibung. Wir werden heute mal eine Burg bauen, beziehungsweise zwei Burgen bauen. Und zwar einmal die Noob-Burg versus Pro-Burg. Das heißt, von der Noob-Burg zur Pro-Burg. Und ich denke, ich bin genug rübergeflogen. Thomas, ich wünsche dir viel Spaß. Wir können World Edit benutzen, so wie wir lustig sind. Und ich habe einen Screenshot gemacht. Und let's go, Thomas. Fangen wir an. Ja. Auf so. Geht's, ne, mit der schicken und netten Burg. Ob mit die der Burg schicken, ist eine andere Sache. Mit der schicken, netten Burg, ne, man kennt sie auf jeden Fall, Leute. Genau, so, ja. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier an. Ich mache die Pro-Burg, wie schon erwähnt, und ich bin gespannt, was du davon hältst, ne. Und hast du schon irgendeine Idee, Thomas, wie du es machen möchtest, oder? Ich habe schon eine richtig krasse Idee. Eine richtig krasse Idee, okay, da verspricht... Boah, die wird so heftig, ne. Da verspricht der Thomas, würde ich mal sagen, nicht zu wenig, würde ich sagen, oder? Weißt du, was ich baue? Was baust du? Eine Sandburg. Okay. Also, wenn das nicht sandig wird, dann weiß ich auch nicht, ey. Ja, das kann man so sagen, ne, wenn das nicht sandig wird. Aber soweit so gut, Leute. Wir machen mal hier ganz kurz weiter. Und das sieht doch ganz... Das kann man so lassen, Leute. Ich weiß gar nicht, also ich habe mir noch gar nicht mal so einen großen Plan gemacht, muss ich zugeben. Aber ich wollte gerade fragen, was hast du denn für Vorstellungen? Aber ich sag's nicht, aber es wird... Du hast das ja jetzt gerade direkt beantwortet. Es wird auch krass. Es wird auch krass. Das ist richtig krass. Es wird verdammt krass, Leute. Oh, ich bin mal richtig gespannt, ey. Ohne Witz. Das wird auf jeden Fall eine coole Angelegenheit, glaube ich. So, Leute, was darf denn aber hier nicht fehlen, ne? Ist ja ganz klar. Wir müssen hier noch so fette Mauern bauen. Das darf natürlich alles nicht fehlen, Leute. So, einmal hochfliegen, zack. Dann einmal hier, dick, 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 dick. Und jetzt habe ich es ein bisschen falsch gemacht. Egal, dann fliegen wir einfach nochmal ganz kurz zurück. So. Und Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare am Ende des Videos, welche Burg euch besser gefällt, ob die Noob-Burg besser ist oder ob die Pro-Burg besser ist. Ne, ist ja alles auch Ansichtssache, muss man dazu sagen, welche Burg einem persönlich besser gefällt. Thomas, also Leute, das war das Stichwort, unterstützt meine Noob-Burg. Die Noob-Burg oder Pro-Burg, die muss ne? gewinnen. Man immer ein Like da lassen für die Noob-Burg, ohne Witz. Man wird sehen, Leute, was ihr dann am Ende besser findet. Wir werden sehen auf jeden Fall. So, Leute, zack. Und dann hier auch nochmal. Oh, ja, 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 ja. Also, wenn hier jemand reinkommt, dann muss er schon, ja, mit anderen Sachen ankommen. Sagen wir es mal so. Und jetzt machen wir Folgendes, Leute. Zack, das kommt dann auch noch. Hä? Ach, doch, es geht. Okay, perfekt. So, jetzt müssen wir einmal hier außenrum alles platzieren. Das wird ein bisschen dauern, Leute. Aber, mein Gott, ist ja kein Problem. Sagen wir es mal so, ne? So, zack, zack, kann ich... Ah, hier kann ich nicht bauen, Mist. Bisschen doof so, oder? So geht das so, zack, zack, zack. Ja doch, das geht auch so, perfekt. Ja, das ist doch ganz cool, ne? Das ist ganz cool. Also sieht jetzt ein bisschen so im Mittelalter... Ja, Mittelalter-Style jetzt nicht unbedingt, aber es sieht auf jeden Fall so ein bisschen... das, was jetzt hier gebaut wird, Leute, ich möchte es nicht aussprechen, das passt jetzt nicht unbedingt zum Gesamtpaket, das ist mir auch bewusst, aber ich finde trotzdem, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Okay, ich bin auf jeden Fall mal richtig gespannt, was mich da erwartet bei dir. Also, du machst hier schon krasse Versprechungen, muss ich sagen. Ja, ich mach krasse Versprechen, aber obwohl so krass, findest du? Ja, ich hatte dich schon übel, ey. Also ich habe eigentlich nur gesagt, es sieht so ein bisschen mittelalterlich aus, aber okay. Ja, das reicht schon für Thomas, er ist schon komplett aus den Socken gehauen, aber so muss das sein. Und du hast mich auch komplett geflasht gerade mit deiner Aussage. Sandburg also, ne? Ja, Sandburg. Aus purem Sand. Aus Sand. Eine Handvoll Sand, ne? Eine Handvoll Sand, genau. Du hast hundertprozentig recht und sieht schon richtig geil aus. Also echt. Ich baue hier richtig ein Paradise-Schloss. Also Paradise da wird der König direkt drin sein, würde ich mal sagen. Ein Paradise-Schloss baut der Thomas also, Leute. Ihr wisst Bescheid, ein Paradise-Schloss wird uns gleich erwarten. Das glaube ich zwar nicht oder wage ich zu bezweifeln, aber ich lasse mich ja gerne vom Gegenteil überzeugen. So, Leute, und das sieht doch auch ganz, ganz gut aus, ne? Ich finde, das sieht auf jeden Fall gut aus. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen das hier noch ein bisschen aus. Zack, hier so ungefähr. Dann hier auch nochmal eine Kleinigkeit, darf natürlich auch nicht fehlen. Hier kommt das dann nämlich hin, so. Und dann kommt hier außenrum auch noch ein bisschen was. Einmal hier und einmal hier. Einmal ganz kurz rüberfliegen, so. Und dann haben wir hier auch schon mal was ganz Nettes, ne? Leute, schaut euch das an. Also wenn man das sieht, bekommt man, glaube ich, schon ein bisschen Angst, würde ich mal behaupten, ne? Echt?
Ich glaube schon. Also, ich dachte, wir sollen uns eine Sandburg bauen, kein Horrorschloss. Ah! Das könnten wir eigentlich hier hinsetzen, ne? So oben. Zack, zack, zack. Ja, hier machen wir es hin. Ja, das ist besser, Leute. Das lassen wir so und zack. Okay, dann haben wir hier auch noch was Schönes. Okay, sieht auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt können wir noch mal ein bisschen schauen, Leute. Was können wir hier noch so hin platzieren? Ich würde sagen, wir nehmen uns einmal noch hier das genau. So, und dann setzen wir das hier so ein bisschen brückenartig hin, würde ich fast sagen. Zack, zack und zack. So, ja. Perfekt. Okay. Leute, okay. Perfekt. Perfekt? Wohl ein weit hätte ich setzen müssen. Egal, ich mache einfach voll. Wollte gerade schon sagen. Das klappt wohl doch, ich mach's einfach so. Zack, zack, zack. Einfach ein weiter setzen, Leute. So. Und dann sollte das eigentlich passen. Leute, dann haben wir hier auch noch so eine schöne Verbindung. Und jetzt können wir hier auch theoretisch das noch so machen. So, zack. Zack. Ja, doch, kann man so machen, Leute. Alter, also die sieht schon brachial aus, sagen wir es mal so. Was gibt's denn hier noch so für schöne Sachen? Ist natürlich die Frage. Um das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen aufzupeppen, Leute, machen wir Folgendes. Wir gehen hier hin und wir platzieren noch ein paar Sachen. So, ich will jetzt nicht aussprechen, was, weil das könnte den Thomas auch auf eine Idee bringen. Und das möchte ich dir natürlich nicht, überlassen. Deshalb machen wir Folgendes, Leute. Wir nehmen das hier und dann machen wir Folgendes. Das ist, glaube ich, eine richtig coole Idee. So, jetzt können wir hier noch das hier auswählen. Moment. Einmal hier zurück, genau. Zurück. Und jetzt können wir hier das nämlich auswählen. Was sieht denn gut aus? Ah, das? Ach so. Genau. Oh. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut. Ja, das mal so. Das lassen wir so, Leute. Zack. Was können wir ihnen denn geben? Wir können... Das hier, das ist gut. Das ist gut, Leute. Zack, dann gucken wir mal ganz kurz, wo kann ich denn das geben? So, hier, ne? Perfekt. Perfekt, Leute. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier, wir gehen einmal hier noch hin, kopieren das. Das heißt, genau, wir kopieren das und packen dann hier nochmal ein paar Kollegen dazu. So, okay, das sieht dann auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Und wenn wir schon dabei sind, Leute, dann haben wir hier auch noch den einen Kollegen drin. Und obwohl, eine Sache habe ich vergessen. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Wie weit bist du denn jetzt gerade? Ich bin jetzt gleich fertig. Und du? Echt? Ja. Wow, also ich habe quasi schon die Außengestaltung fertig. So, Leute, und dann haben wir jetzt hier noch die eine Person platziert. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir haben hier die hier und dann da unten das andere. So, Thomas, dann würde ich sagen, komm erstmal zu mir rüber. Wir machen spannend und dann bin ich gespannt, was du zur Pro-Burg sagst. Ich soll zu dir rüberkommen. Du sollst zu mir rüberkommen, okay, genau. Hereinspaziert der Herr. Ich bin schon auf dem Weg. Du bist schon auf dem Weg. Und dann gucken wir mal. Ja. Und wow! Das ist die Pro-Walk. Und guck mal, was auch cool ist, oder was ich ziemlich cool fand, was ich dir auch nicht verraten wollte, sind die Wachen oben, die Waffen haben. Siehst du? Nein, ich seh's. Genau. Das ist ja richtig krass. Warte mal. Genau. Hallo? Nein, die kann sich angreifen. Die habe ich freundlich eingestellt. Ja. Ah, okay, Glück gehabt. Sondern geh mal rein, da ist auch noch jemand. Ey, da ist ja der König. Genau, der König. Hi. Das ist ja verrückt hier. Der König ist auch noch am Start. Ja, nicht schlecht. Hi, wie geht's dir? Hier, ein bisschen Sand. Der ist leider Sand nicht. Sand könntest du auch gebrauchen. Der ist auch nicht so gesprächig, Kollege, weißt du? Hab ich gemerkt. Ja, ansonsten, wie sich gehört in der Pro-Puck, alles schön aus Diamanten. Also nur das Beste vom Besten, ne? Und drumherum noch etwas Lara, damit man natürlich auch nicht einfach drumherum flüchten kann. Ne? Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, der Specht. Nicht schlecht. Ja, Thomas, dann bin ich mal gespannt. Also hier finde ich das echt top hier. Also diese Brücke, die hast du richtig gut gemacht. Dankeschön. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die Noob-Burg zu bieten hat, Thomas. Und ich zeig's dir, meine Sandburg. Wow, ist ja eine Sandstadt, kann man fast sagen. Also ne? Nennst du das immer noch Noob-artig? Ich weiß nicht, Leute. Das sind, liegt natürlich im Auge des Betrachters. Guck dir das mal von oben an. Guck mal. Wow. Überall verstärkte Mauern, frisch mit Pflasterstein Backstein, ja. Genau. Dann hier alles aus Sand, schöne Sandburg, hier die Mittelstruktur verstärkt aus Edelsand. Edelsand, natürlich. Schön die Lava am Brodeln, so bleibt das alles hier auch noch fest. Ja. Und um den Innenausbau, da habe ich mich noch nicht so gekümmert, aber...
ich würde sagen, das Ding, das hält hier einiges aus. Hier, das, sollte hier einiges, ne? Das sollte einiges aushalten, will ich hoffen, ne? Also ich würde sagen, so noobartig ist das jetzt nicht, oder? Nee, das ist natürlich die Frage. Also Leute, ihr seid natürlich jetzt gefragt, ist es eine Noobbook, ist es eine Probook? Schreibt es mal in die Kommentare, was es ist. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Entweder Hashtag Tomek oder Hashtag Pat in die Kommentare. Freitag 16 Uhr einschalten, nicht vergessen, mein erster Vlog kommt online. Und schaut bei Thomas vorbei. Bis dann, ciao. Genau, ciao.